Ja, ist denn heute immer noch Weihnachten? Obwohl nun draußen endlich richtiges Weihnachtswetter ist, wie wir es uns vielleicht gewünscht hätten, ist vielleicht vielen Christen selbst nicht bewusst, dass sich der Weihnachtsfestkreis erst heute schließt und tatsächlich so lange dauert. Erst mit dem heutigen Sonntag ist in der Kirche die Weihnachtszeit zu Ende. In den Kirchen wird deshalb noch einmal an das Fest erinnert. Und auch wenn in nur ganz wenigen Kirchen, vielleicht bis heute sogar noch der Weihnachtsbaum steht und die vergangenen Sonntage vielleicht nicht mehr so weihnachtlich waren, steht dieser Sonntag noch einmal in ganzem Zeichen von der Botschaft, von dem großen Licht, das mit Jesus leibhaftig in die Welt gekommen ist. Vielleicht kann dieser Tag noch mal ein Anlass sein, eine Kerze anzuzünden und einen Stern daneben zu legen und sich an das vergangene Fest zu erinnern. In diesem Sinne begrüße ich alle, die mit uns diesen Gottesdienst verfolgen und feiern, und ich möchte eingangs beten. Wir feiern dich, Gott, deine schöpferische Kraft, die unseren Alltag umgibt und der uns Glauben schenkt. Wir vertrauen uns dir an, Jesus, als Mensch geboren, auch für uns. Wir achten dich, Heiliger Geist, diese himmlische Energie, die auch heute noch erneuernd wirkt in dieser Welt. Amen. Und wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes und zur Ehre Gottes. Und Zeit dafür nehmen, uns eben auf diesen Gott auszurichten. Den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist im Gebet und vor allem in der Anbetung. Es ist letztlich völlig egal, was dich heute Morgen beschäftigt, was dich vielleicht runterzieht oder was dir auf dem Herzen liegt. Mit all dem, was dich jetzt gerade ausmacht, was dich irgendwie beschäftigt, kannst du, darfst du und sollst du sogar vor Gott kommen. Dazu sind wir eingeladen, dazu sind wir aufgefordert. Die, die ihn anbeten, werden ihn anbeten in Wahrheit und im Geist, so schreibt es Johannes, und das wollen wir tun. Das wollen wir genauso erleben und uns Zeit nehmen in diesem Gottesdienst eben dafür. Dabei kann uns Musik helfen. Musik mit Texten, die uns in eine Haltung des Gebets bringen, eben in die Anbetung. Denn Musik kann Dinge zum Ausdruck bringen, Empfindungen, Gefühle, wo unsere eigenen Worte überhaupt nicht ausreichen. Was wir niemals zum Ausdruck bringen könnten, das schafft Musik und das schaffen diese Texte. Die Ausrichtung dabei, die ist klar. Hin zu Gott. Er ist der Adressat unseres Gebets und ihm wollen wir Ehre geben. Ich lade euch ein, mitzusingen, mitzumachen, euch darauf einzulassen. Zu Hause geht das, ohne Abstand und Mundschutz und so laut ihr wollt und so laut ihr könnt. Lasst uns miteinander beten und gemeinsam Gottes Nähe suchen. Ihm ist die Ehre, denn er ist heilig, heilig, heilig. Thank you.
unfassbar groß bist du, Herr. Voll Ehrfurcht stehen wir vor dir. Aus Gnade dürfen wir uns nahen. Voll Ehrfurcht stehen wir her und beten groß bist du, Herr. Voll Ehrfurcht stehen wir vor dir. Aus Gnade dürfen wir uns nahen. Voll Ehrfurcht stehen wir hier und beten Ich lese uns einige Verse aus dem zweiten Brief an die Korinther, im vierten Kapitel, die Verse 6 bis 10 aus der Übersetzung von Neues Leben. Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth: Denn Gott sprach, es werde Licht in der Finsternis, hat uns in unseren Herzen erkennen lassen, dass dieses Licht der Glanz der Herrlichkeit Gottes ist, die uns im Angesicht von Jesus Christus sichtbar wird. Doch diesen kostbaren Schatz tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen, nämlich in unseren schwachen Körpern. So kann jeder sehen, dass unsere Kraft zwar ganz von Gott kommt und nicht unsere eigene ist. Von allen Seiten werden wir von Schwierigkeiten bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir sind ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Wir werden verfolgt, aber Gott lässt uns nicht im Stich. Wir werden zu Boden geworfen, aber wir stehen wieder auf und machen weiter. Durch das Leiden erfahren wir am eigenen Leib ständig den Tod von Christus, damit auch sein Leben an unseren Körpern sichtbar wird. Nicht länger mutlos sein. Gott hat uns seinen Sohn gegeben. Mit ihm kehrt neues Leben bei uns ein. Ihr, die ihr seit lange nach dem Leben jagt und bisher vergeblich Antworten erfragt, hört die gute Nachricht, dass euch Christus liebt, dass er eurem Leben Sinn und Hoffnung gibt. Kommt, atmet auf, ihr sollt leben. Ihr müsst nicht mehr verzweifeln, nicht länger mutlos sein. Gott hat uns seinen Sohn gegeben, mit ihm kehrt neues Leben bei uns ein. Ihr seid eingeladen, Gott liebt alle gleich. Er trennt nicht nach Farben, nicht nach Arm und Reich. Er fragt nicht nach Rasse, Herkunft und Geschlecht. Jeder Mensch darf kommen, Gott spricht ihn gerecht. Kommt, atmet auf, ihr sollt nicht mehr verzweifeln, nicht länger mutlos sein. Gott hat uns seinen Sohn gegeben, mit ihm kehrt neues Leben bei uns ein. Noch ist nichts verloren, noch ist Rettung nah.
Gottes Liebe für uns Menschen da. Noch wird Leben finden, wer an Jesus glaubt. Noch wird angenommen, wer ihm fest vertraut. Kommt, atmet auf, ihr sollt leben. Ihr müsst nicht mehr verzweifeln, nicht länger mutlos sein. Gott hat uns seinen Sohn gegeben, mit ihm kehrt neues Leben bei uns Ja, wie hält man eigentlich einen Augenblick fest? Wie hält man Augenblicke fest, Momente, die perfekt zu sein scheinen? Und alles drumherum auch. Alles stimmt. Ich hoffe, du kennst auch solche Momente. Vielleicht ist das eine besondere Feier, ein Abschluss, den ich geschafft habe, den du geschafft hast, und man denkt, ja, jetzt kann ich alles schaffen. Endlich. Oder vielleicht ist es auch ein Moment der Versöhnung mit einem anderen, wo man merkt, Erleichterung macht sich breit. Jetzt ist irgendetwas besser geworden, vielleicht perfekt, oder was dir sonst noch so einfällt. Die Einladung, nimm dir doch kurz mal einen Moment und denk darüber nach. Wann hast du das letzte Mal einen Augenblick erlebt, einen Moment erlebt, der so toll, so perfekt war, dass du ihn am liebsten für immer festgehalten hättest? Was kommt dir da in den Sinn? Und ich hoffe sehr, jedem kommt etwas in den Sinn. Ein Moment, der einfach super ist. Und wie hält man den nun fest? Wie kann man Augenblicke festhalten, dass sie am besten niemals wieder vorbeigehen? Leider ist das schwer. Aber wie hat sich denn der Moment, an den du gerade gedacht hast, bei dir eingeprägt? Was ist da hängen geblieben? Irgendwelche Erinnerungen, irgendwelche Bilder, irgendwelche Worte? Was hat sich da bei dir eingeprägt?
Und vielleicht denken jetzt einige sofort, na klar, dann hole ich mein Handy raus und mache ein Foto. Wenn es eine Feier ist mit guten Freunden, mit tollen Menschen, dann machen wir schnell ein Selfie und dann können wir uns für immer daran erinnern. Oder ein Video. Sieht man ja ganz häufig bei irgendwelchen Konzerten oder Konferenzen oder so. Wenn ganz, ganz tolle Momente sind, dann haben die meisten Leute ihre Handys oben und filmen alles, um es irgendwie festzuhalten. Der Wunsch danach, Dinge festhalten zu können. Und ja, es hilft der Erinnerung. Aber so Fotos oder Videos sind doch immer nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt von den Momenten, die perfekt zu sein scheinen. Für die Predigt heute nennen wir solche Augenblicke und Momente mal Gipfelmoment. Stellt euch vor, ihr steigt einen Berg hoch, ihr wisst, da oben will ich hin und irgendwann seid ihr da. Und dann stehst du da oben auf diesem Gipfel und alles ist super. Du bist froh, denn du hast es geschafft. Du bist diesen Berg hochgekommen, bist ganz nach oben, kannst runterblicken in das Tal und weißt, das habe ich geschafft. Und du stehst da oben und die Aussicht ist, im Idealfall zumindest, traumhaft. Klar, vielleicht sogar über den Wolken. Vor einigen Jahren habe ich mir einen Traum erfüllt und bin selber ein bisschen Bergsteigen gegangen. Ich hatte den Traum, einmal im Himalaya Bergsteigen gehen. Den Traum habe ich mir erfüllt, ich habe das gemacht. Und in der Vorbereitung für diese Predigt habe ich mir Bilder angeguckt von diesem Gipfel. Einmal auf 4.500 Meter hochgeklettert und dann auf diesem Gipfel stehen und in die Weite schauen. Nach unten in das Tal, das ich hochgekommen bin und alles war, die Luft war klar, man konnte richtig weit sehen und sich umschauen. Super, richtig, richtig toll. Gipfelmomente. Highlights im Leben. Um solche Augenblicke soll es heute gehen. Und zwar geht es auch in dem Predigttext für heute genau um solch einen Augenblick, um solch einen Moment. Ich lese uns den Text aus dem Matthäus-Evangelium aus dem 17. Kapitel. Überschrift: Jesus wird verklärt. 6 Tage später nahm Jesus Petrus und die beiden Brüder Jakobus und Johannes mit auf einen hohen Berg. Plötzlich veränderte sich sein Aussehen, sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleidung wurde strahlend weiß. Auf einmal erschienen Mose und Elia und begannen mit Jesus zu sprechen. Petrus rief aus, Herr, wie wunderbar ist das! Wenn du willst, baue ich euch 3 Hütten. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Doch noch während er das so sagte, glitt eine helle Wolke über sie, aus der eine Stimme zu ihnen sprach. Dies ist mein geliebter Sohn. An dem habe ich meine Freude. Hört auf ihn. Die Jünger erschraken zu Tode und fielen mit dem Angesicht voran auf die Erde. Da kam Jesus zu ihnen und berührte sie. Steht auf, sagte er, ihr braucht keine Angst zu haben. Und als sie aufblickten, da sahen sie niemanden mehr außer Jesus. Als sie den Berg wieder hinunterstiegen, befahl Jesus ihnen, erzählt niemandem, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Gipfelmomente, Highlights im Leben, die man erleben darf. Auch für unser Glaubensleben gibt es solche Highlights, solche Gipfelmomente. Ich persönlich, wenn ich darüber nachdenke, habe ganz viele solche Momente im Kopf, Situationen, wo alles klar ist, wo alle Zweifel wie weggeblasen sind und ich blicke in die Zukunft, in die Ferne und weiß ganz genau, ja, dieser Jesus, dieser Gott, mit dem will ich gehen. Das ist mein Weg. Das soll's sein und so soll's weitergehen. Immer, egal was kommt. Momente, die einfach perfekt zu sein scheinen. Ich hoffe, du kennst sowas auch aus deinem Glaubensleben. Momente, die du erlebt hast, wo einfach alles selbstverständlich ist und alles klar. Wo du diesen Jesus erkennst, diesen Gott und genau weißt, das ist es.
Genau da gehöre ich hin, genau hier, genau ihm werde ich folgen. So wie wir es auch gerade gesungen haben. Dir will ich folgen, Herr. Du sollst der Mittelpunkt sein. Und wo man das so aus vollem Herzen sagen kann und aus vollster Überzeugung. Die Erzählung im Matthäusevangelium schildert auch so eine Situation. Ein Gipfelerlebnis von diesen drei Jüngern. Ein wahres Highlight. Viel mehr als das. Sie erleben etwas, was vollkommen außergewöhnlich ist. Ein Moment, der am besten niemals vorbeigehen sollte. In dieser Erzählung, in diesem Moment wird völlig klar, das ist er. Jesus ist Gott. Ganz Mensch und ganz Gott. Seine Göttlichkeit wird bewiesen und seine messianische Berufung. Und dann kommen noch Mose und Elia. Den Lesern und Hörern dieses Evangeliums, den frühen Lesern und Hörern, war in dem Moment völlig klar, was das zu bedeuten hat. Elia, der Vertreter der prophetischen Tradition des Alten Testaments, und Mose, der Vertreter der Gesetzestradition. Zwei starke und wichtige Menschen in der jüdischen Tradition, und sie kommen und bestätigen mit ihrer Anwesenheit, Jesus ist derjenige, der diese Tradition fortführen und vollenden wird. Er ist es, der eine. Und an dieser Stelle, in diesem Moment, wird ein Geheimnis gelüftet. Schon vor Ostern, wo völlig klar ist, das ist der Messias. Das ist der, um wen es geht. Und in diesem Moment ist für die drei Jünger, die da oben stehen, alles sonnenklar. Die Jünger, sie haben absolute Gewissheit. Ja, sie haben vorher schon einiges mit Jesus erlebt und sind immer wieder zu dem Punkt gekommen, ja, du bist es wirklich. Und es kamen immer wieder Situationen, wo sie dann doch wieder gefragt haben, Jesus, wer bist du eigentlich und was hat das zu bedeuten? Und in diesem Moment haben sie keinen Zweifel mehr, keinen Nebel vor ihren Augen und vor ihren Herzen. Es ist völlig klar, das ist der Christus. Bäm. Dieser eine Moment. Und dieser Moment ist so cool, so genial, dass dieser Petrus, der mit da oben ist, ihn sofort festhalten will. Und ich muss gestehen, ich kann ihn nur zu gut verstehen. Ich finde ihn so super sympathisch in diesem Moment, als er das sagt und sofort es aus ihm rausplatzt und sagt, wow, das ist super hier. Komm Jesus, ich baue euch hier Hütten. Jesus, für dich baue ich eine und für Elia baue ich eine und für Mose baue ich eine und dann packe ich das hier hin, ich mache das alles, es ist überhaupt kein Problem. Und dann könnt ihr hier bleiben. Dann könnt ihr hier bleiben auf diesem Gipfel, in diesem Gipfelmoment. Und immer, wenn ich irgendwelche Zweifel habe, dann komme ich wieder. Oder wir kommen wieder. Und wenn wir irgendjemanden überzeugen wollen von dem, was wir glauben und was wir predigen, dann bringen wir ihn einfach her. Und dann bringen wir ihn hier hoch auf diesen Berg und können den Menschen das zeigen, was hier ist. Und dann seid ihr da und überzeugt die Menschen sofort. Das wäre doch perfekt. Immer wenn ich Bestätigung brauche und irgendwas nicht glauben kann. Wenn die Zweifel hochkommen, dann komme ich einfach her. Der perfekte Plan. Und ich finde Petrus so sympathisch in diesem Moment. Aus vollstem Herzen und mit bester Motivation sagt er das absolut Falsche. Das ist auch eine Begabung. Denn solche Augenblicke kann man nicht festhalten. Und selbst wenn es heutzutage passieren würde und die Jünger vielleicht ihre Handys gezückt hätten und sofort die Bilder gemacht hätten ihres Lebens und eine perfekte Instagram-Story draus gemacht hätte, es hätte diesen Moment nicht festgehalten. Selbst irgendwelche Bilder, Videos und Sprachaufnahmen wären diesem Moment einfach nicht gerecht geworden. Genauso wie wir heute unsere Augenblicke nicht einfach festhalten können, denn die absolute Gewissheit ist flüchtig. Das ist einfach so. Und die Zweifel, sie kommen immer wieder. Sie kommen immer wieder, mal mehr und mal weniger, aber sie kommen. Zumindest kenne ich das auch von mir. Dass selbst wenn ich diese Momente habe und ich zählen könnte, wie viele es waren, wo alles so sonnenklar war, manchmal ist es das einfach nicht. Dann kommt doch Nebel auf und verwischt den Weg. Und der Blick wird irgendwie nicht mehr ganz so gerade und fokussiert. Diese Erzählung, sie lässt zumindest keinen Zweifel daran,
Das ist er, Gottes Sohn. Das sagt Gott selber, ein Beweis seiner Göttlichkeit. Und als die Jünger das begreifen, sind sie absolut geplättet. Sie fallen auf die Erde, sie trauen sich nicht mehr hochzugucken, sie sind vollkommen überwältigt davon, denn gerade für die Menschen zu der Zeit war es völlig klar, die Begegnung mit Gott. Und Gott begegnet ihnen da in dieser Wolke und sie hören seine Stimme, war für die Menschen damals tödlich. Das war völlig klar, das war ihnen absolut bewusst. Aber dieser Jesus geht auf sie zu. Und er rührt sie an, er berührt sie und sagt, habt keine Angst. Er berührt sie und spricht genau so mit ihnen, wie sie es verstehen können. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Die Begegnung mit Gott ist jetzt möglich, auch ohne zu sterben. Das ist eine neue und wichtige Botschaft. Gott wird nahbar in diesem Moment. Und das ist wirklich für die Jünger eine komplette Revolution von dem Gottesbild, das sie haben, dass sie Gott so erleben, dass sie in seiner Gegenwart sein können, ohne sterben zu müssen, dass sie das erleben können, erleben dürfen in diesem Moment und Gott in Form von Jesus sie sogar anrührt, zu ihnen kommt und mit ihnen spricht. Und dann? Ja, dann ist diese Erzählung auch schnell wieder vorbei. Dieses Gipfelerlebnis ist so kurz und prägnant beschrieben in relativ wenig Versen für das, was da eigentlich drin steckt. Und nachdem Jesus gesagt hat, habt keine Angst, fürchtet euch nicht, geht es auch schon wieder runter. Runter von diesem Berg, runter vom Gipfel. So ein Gipfelerlebnis ist kurz. Der Aufstieg dauert teilweise mehrere Tage. Damals im Himalaya war der Weg bis nach oben, da waren 3 Tage zu Fuß. Einen Tag vorher noch mit dem Auto, mit dem Bus und dann 3 Tage zu Fuß bis hoch auf den Gipfel. Und der Moment oben, das sind wenige Minuten. Wenige Minuten, die man hat, die man den Ausblick genießen kann und weiß, ich habe es geschafft und dann geht es auch wieder runter. Und der Weg runter, der geht meistens schneller als rauf. Runter kommt uns der Weg gefühlt entgegen. Und wir kennen ihn ja auch schon. Hier geht es auch wieder runter in der Erzählung. Runter von diesem Gipfelerlebnis, zurück in ihren Alltag. Zurück in die menschliche Realität der Jünger. Und dann bleibt die Frage, was machen wir jetzt damit? Was bleibt davon hängen? Für die Jünger, aber auch von uns. Wenn ich diese Gipfelerlebnisse habe und diese Augenblicke, die ich festhalten wollte, nehmen wir mal die für unser Glaubensleben. Was bleibt davon? Ich kenne es nur zu gut, dass diese Momente zu schnell verfliegen, dass sie ganz schnell wieder weg sind und die Gedanken und Empfindungen, die ich habe, wo ich dachte, alles ist klar und das nehme ich mit und genau so will ich weiterleben und das ist der nächste Schritt. Das ist ganz schnell wieder verflogen, ganz schnell wieder vergessen, wenn die harte Realität des Alltags auf mich einströmt und einprasselt. Augenblicke lassen sich nun mal nicht festhalten, das ist klar. Auch echte Highlights im Glaubenleben lassen sich nicht manifestieren. Leider. Glaubt mir, ich habe es versucht, schon so oft und seit vielen Jahren. Aber der Weg zurück in das Normale ist eben auch da nicht so ganz einfach. So ein intensiver Moment, der schnell vorbei ist, hinterlässt die Frage, was bleibt? Was bleibt denn nun davon? Ich denke, eine Sache ist an so einer Stelle ganz wichtig und entscheidend. Und sie wird in diesem Text, in dieser Erzählung auch so direkt erwähnt, wenn diese Wolke kommt und Gott spricht und sagt, das ist mein Sohn. An dem habe ich Freude. Und auf den sollt ihr hören. Dieses Erlebnis ist ein Erlebnis mit Christus selber, ganz direkt. Und wenn wir uns das überlegen, was ist in unserem Leben mit diesen Glaubensmomenten, dann können wir uns auch daran erinnern, den Moment, den du da erlebt hast, der war mit Christus, mit diesem einen, mit dem Gottes Sohn, der dir einen Weg gezeigt hat und sich dir offenbart hat, dem du begegnen durftest. Und ja, die Zweifel kommen wieder.
Und ja, dass es so sonnenklar ist, das bleibt nicht lange. Der Nebel kommt und lässt den Weg irgendwie verschwimmen, aber diese Begegnung bleibt mit dem einen, mit dem Christus. Mit dem Christus, von dem wir als Gemeinde sagen, ihm folgen wir nach. Ihn beten wir an und an ihn glauben wir, an diesen dreieinen Gott. Machen wir uns das eigentlich immer so bewusst, was das bedeutet? Mir kam in der Vorbereitung diese Frage in den Kopf, wer ist denn dieser Jesus eigentlich für dich? Wer ist Jesus für dich? Ich finde das immer wieder herausfordernd, so eine Frage oder diese Frage zu beantworten und muss überlegen und nachdenken, ja, wer ist er eigentlich für mich? Wenn man mal Umfragen liest, wo genau diese Frage Menschen gestellt wird, dann kommen da manchmal interessante Ergebnisse bei raus. Ganz interessante Antworten. Ein Wunderheiler, ein Mystiker, ja, irgendwie so ein Zauberer oder ein sehr weiser Mensch. Revolutionär oder was sonst noch so einfällt. Aber hier haben wir den Beleg seiner Göttlichkeit, den Beweis seiner Göttlichkeit. Er ist Christus und dem folgen wir nach als Gemeinde. Ich selber, wenn ich sage, ich bekehre mich zu ihm, was heißt das eigentlich? Wenn Gott dann noch spricht, auf ihn sollt ihr hören. Nimm das doch mal mit, vielleicht in deine nächste Woche. Diese Frage, eine kleine Notiz irgendwo am Kühlschrank oder auf dem Schreibtisch. Wer ist Jesus eigentlich für mich? Hat sich das verändert in letzter Zeit? Hat sich da irgendwie was verschoben an der Stelle? Ich kenne diese Zweifel nur zu gut, die dann irgendwie sagen, ja, er ist Gott, er ist Christus, aber wenn er das doch ist, warum sieht unsere Welt dann immer noch so aus, wie sie aussieht? Warum haben wir denn noch diese schlimmen Seiten von Not und Hunger und Angst, von Krankheit gerade jetzt, Isolation? Warum muss das denn sein? Warum geht mein Leben manchmal noch so unglaublich schief oder das vieler anderer, wenn er doch Gott ist? Warum besiegt er nicht das ein für alle Mal und schafft es aus der Welt? Warum? Diese Zweifel, sie kommen wieder und sie dürfen auch wieder kommen. Und ich denke, diese Erzählung liefert uns einen ganz, ganz wichtigen Hinweis, der uns da helfen kann, drauf zu schauen. Denn dieser Gott, diese Göttlichkeit, die in Jesus da bewiesen wird, er bleibt nicht so. In dieser verwandelten, verklärten Form, wie Luther es beschreibt, sondern er kommt wieder mit ihnen runter von diesem Berg. Dieser Jesus, der seine Göttlichkeit unter Beweis gestellt hat, er geht auch mit ihnen wieder runter, den Abstieg hinab in die eigene Realität, in den eigenen Alltag, der manchmal so hart sein kann und so weit weg ist von diesen perfekten Augenblicken. Er geht mit. Er nimmt diese Einladung nicht an, da oben zu bleiben und zu sagen, okay, ich bleib mal hier, das ist irgendwie cool und hier sieht jeder, wer ich bin und dass ich Gott bin und dann bringt die Leute mal zu mir. Nein. Er geht wieder mit runter, er geht mit zu den Menschen hinab in die menschliche Realität. Zurück in den Alltag. Was ist das für ein Gott, der uns da begegnet, der uns da erscheint und der sagt, fürchtet euch nicht. Ja, ich bin bei euch in diesen Highlights, die ihr erlebt, wo ihr mich ganz deutlich spüren könnt, aber auch wenn ihr das nicht spürt, da bin ich erst recht. Ich gehe mit und möchte mitgehen. Und ja, manchmal denke ich auch, warum kann denn nicht einfach alles ein für alle Mal verwandelt sein in diese Göttlichkeit? So funktioniert es leider nicht. Wir werden nicht in die göttliche Realität verwandelt, zumindest nicht in unserem Leben hier, sondern Gott verwandelt sich in unsere menschliche Realität. Und er möchte diesen Weg mitgehen, den Weg der Veränderung. Wenn ich an diese Gipfelerlebnisse denke und zurückkomme in den Alltag, dann ist es so schwer, davon etwas umzusetzen und wirklich das so einzugehen. Und es ändert sich nun mal nicht von jetzt auf gleich, von einem Tag auf den nächsten. So schnell geht es einfach leider nicht. Wir Menschen sind halt auch Gewohnheitstiere. Der Weg der Veränderung ist lang. Aber Gott sagt, ich will ihn mit euch gehen. Ich will ihn mit euch gehen, dass wir das Stück für Stück verstehen und erleben, wer ist denn dieser Jesus? Und was heißt das, hier jetzt in unserem Umfeld das zu leben? Wenn wir predigen, wenn wir verkünden wollen und als Gemeinde hier in dieser Stadt, in diesem Stadtteil leben, was heißt es denn,
ihm zu folgen, der eben Gott ist. Und er sagt, fürchtet euch nicht. Der Weg mag lang sein und so ein Veränderungsprozess, der kann auch wehtun und der kann dauern. Ich glaube, wir können uns alle aktuell sehr gut da rein versetzen. Der Prozess, den wir aktuell durchgehen, der dauert auch und der tut auch langsam echt weh. Aber manchmal dauert es einfach. Und dieser Gott, von dem wir da lesen, der sagt, ich gehe mit, fürchtet euch nicht. Ich will mit euch diese Veränderung, diesen Prozess miterleben und euch da drin begleiten. Und wir wissen, nicht nur aus dieser Erzählung, aber auch, der Weg zu Gott ist frei, eben durch diesen Jesus. Also, lasst uns beten und darum ringen, was das bedeutet. Lasst uns diesen Weg der Veränderung gehen mit ihm, denn er wird Mensch und kommt mit uns in unsere Realität, um uns seine Göttlichkeit und seine Gegenwart zu zeigen. Amen. Lieber, bitte? Bam. Jens, wir haben uns im Vorfeld dieses Gottesdienstes ein bisschen darüber unterhalten, über so eigene Gipfelerfahrungen im Leben, solche Highlights, die wir erlebt haben, so Momente, in denen irgendwie alles super war und besonders das Glaubensleben total erfüllt. Was kommt dir in den Sinn, wenn du daran denkst? Ja, also schon in der Predigt dachte ich, es geht mir an ganz vielen Stellen wie dir. Und wenn ich an mein Glaubensleben denke und was waren so für Gipfelerfahrungen, fallen mir Veranstaltungen ein, an denen ich teilgenommen habe, so große Veranstaltungen. Ich war zum Beispiel auf diesem Weltjugendkongress, das war glaube ich 2008, ja. Dive Deeper in Leipzig. Ich war nicht mehr jugendlich, ich war ehrenamtlich dort engagiert in so einem Ordnungsdienst. Und trotzdem war das total berührend, diese vielen jungen, motivierten, fröhlichen Menschen zu sehen, wie die zusammen dort diese Zeit erlebt und gefeiert haben und ja, auch mit welchem Inhalt diese Veranstaltungen waren, das hat mich sehr berührt. Ähnlich ging es mir bei anderen Kongressen, an denen ich teilgenommen habe, zum Beispiel bei Willow Creek Church hier in Norddeutschland irgendwo, wenn so viele Menschen, annähernd 1000 in großen Veranstaltungshallen zusammen sind, zusammen singen und beten, Gottesdienst feiern. Ja, das waren für mich schon so Gipfelerfahrungen, wobei ich das auch auf der anderen Seite so ganz im Kleinen kenne. In Erinnerung kam mir so ein ganz stiller Spaziergang, den ich alleine gemacht habe nach einer Andacht, wo ich auch ja, plötzlich so ein Gefühl war, es gibt diese hundertprozentige Sicherheit und Gewissheit, dass Gott wirklich da ist. Da hast du quasi schon die nächste Frage mit beantwortet, was davon hängen geblieben ist, diese Gewissheit. Das Lustige ist tatsächlich, ich war auf derselben Konferenz. Habe ich deine Taschen vielleicht auch durchwühlt? Das kann sehr gut sein. Begegnet sind wir uns nicht, zumindest nicht bewusst. Aber ich habe da sehr ähnliche Erfahrungen im Hinterkopf. Es waren tatsächlich, ich glaube, 7000 Menschen, die da waren, aus der ganzen Welt, aus, ich glaube, über 50 Nationen, die Gott gefeiert haben und da so einige Tage verbracht haben. Und das ist tatsächlich so, da ist so irgendwie jeder Zweifel wie weggeblasen und alles ist völlig klar. Das Interessante ist ja heute bei dem Thema, wie ist es dir denn danach ergangen mit all diesen Erfahrungen, so vollgepumpt mit coolen Momenten? Was war danach? Ja,
Also ich kenne noch dieses Gefühl, total schnell wieder im Alltag anzukommen. Na, heute denkt man noch, es ist alles unverrückbar und alles ganz einzigartig. Und diese hundertprozentige Gewissheit erlebe ich und die ist da. Und dann plötzlich bin auch ich wieder in meinem Alltag. Da muss nur irgendwie eine kleine Störung kommen, irgendwas, was mir vielleicht lästig ist. Und dann ist das irgendwie auch wie weggeblasen. Aber meine Erfahrung ist auch, dass ich mich erinnern kann und dass auch ein Stück von dem, was ich erlebt habe, nicht einfach vorbei ist, sondern dass man das ja auch mit auf seinen Weg mitnimmt und das irgendwie sich doch, sage ich mal, konservieren lässt. Mhm. Also lässt es sich irgendwie auch nachhaltig gestalten? Du hast es gerade schon kurz angedeutet, bei dir muss es auch nicht immer das Große sein und das Laute mit vielen Leuten. Wo hast du das denn irgendwie für deinen Alltag erlebt oder erlebst das, dass du da ja, solche Momente haben kannst? Ja, das kann sehr unterschiedlich sein und manchmal habe ich vielleicht auch wochenlang diese Momente nicht, aber es kann eben sein, dass ich ja, in so einem stillen Moment, wenn ich einen Text lese, eine Musik höre, einen Beitrag sehe oder Gottesdienst feiere, dass dieser Moment wieder da ist. Das kann, ich erlebe das oft im gemeinsamen Singen oder im Segnen, dass ich diesen Moment wieder habe. Und ich kenne auch diese tiefe Sehnsucht in mir nach diesen Gipfelerfahrungen. Und ich glaube, das eint mich mit allen Christen, dass wir auch von solchen Gipfelerfahrungen irgendwie leben und uns die wünschen und die wir auch brauchen, um in unserem Glaubensleben irgendwie ja, weiterzukommen. Auch mit dem Wissen, dass wieder Alltag kommt, dass Sachen passieren, die vielleicht nicht mehr so schön sind und dieses Gipfelerlebnis, wo man sofort Hütten bauen möchte, dann auch wieder vorbei ist. Aber ich kann mich erinnern durch Bilder, durch Lesen, durch Singen. Und das ist gut so. Also hast du es ein Stück weit auch immer wieder gelernt, sowas zu konservieren und nachhaltig zu gestalten, höre ich raus. Ja. Das ist sehr schön, gerade ja jetzt in dieser Zeit, wo es eben mit Gemeinschaft oder auch mit vielen Menschen eben schwierig ist. Und selbst wir hier als Gemeinde unsere Herausforderungen damit haben, es ist, denke ich, auch eine schöne Ermutigung, was du so sagst, diese Momente auch zu suchen, eben in der Nähe Gottes, auch im Stillen, in der Natur, im Spazierengehen, im Lesen von Texten. Und ich denke, das ist eine schöne Aussage und eine schöne Ermutigung, das auch mitzunehmen von heute, von diesem Gottesdienst für die nächsten Tage und Wochen. Jens, danke, dass du uns so an deinen Gedanken hast teilhaben lassen. Und ich persönlich, ich erlebe es eben auch immer wieder als diese Herausforderung, mich bewusst darauf einzulassen, Gott aktiv zu suchen. Das ist ja so auch dieses, wozu man sich irgendwie überwinden muss. Doch wenn es klappt, geht es mir ganz ähnlich wie dir, erlebe ich es eben immer wieder, dass mich das weiterbringt, neue Perspektive gibt auf irgendwelche Situationen, einen kleinen Perspektivwechsel bei verschiedensten Sachen. Und das muss eben nicht krass und laut und groß sein, sondern das können ganz einfache Begegnungen mit Gott sein, die wirklich was uns erleben lassen. Jens, danke dir und wir wollen jetzt noch einmal miteinander singen, bevor wir auch noch beten und auch Fürbitte halten. Feinde Hand in Hand, wie ein Schlüssel im Gefängnis.
wie in Seenot Land in Sicht, wie ein Weg aus der Bedrängnis, wie ein strahlendes Gesicht, so ist Versöhnung. So muss der wahre Friede sein, so ist Versöhnung, so ist Vergeben und Verzeihen, so ist Versöhnung, so muss der wahre Friede sein, so ist Versöhnung, so ist Vergeben und Verzeihen. Wie ein Wort von toten Lippen, wie ein Blick der Hoffnung weckt, wie ein Licht auf steilen Klippen, wie ein Erdteil neu entdeckt, wie der Frühling, wie der Morgen, wie ein Lied, wie ein Gedicht, wie das Leben, wie die Liebe, wie Gott selbst das wahre Licht, so ist Versöhnung, so muss der wahre Friede sein, so ist Versöhnung, so ist Vergeben und Verzeihen, so ist Versöhnung, so muss der wahre Friede sein, so ist Versöhnung, so ist Vergeben und Verzeihen. Ich möchte mit uns beten, Fürbitte halten und anschließend das Vaterunser beten. Gütiger Vater im Himmel, Glaube hat etwas damit zu tun, dass wir heraustreten aus der Welt, dass wir von deiner Wahrheit und Wirklichkeit leben. Wir bitten dich, führe uns Menschen immer wieder an Orte, wo wir deine Wahrheit erkennen. Orte, an denen wir Kraft und Hoffnung schöpfen für unser Leben. Schenke uns dazu die Gelegenheit inmitten unserer hektischen und unruhigen Welt. Wir bitten dich für alle, die im Glauben verwurzelt sind, dass sie die Welt im Blick haben mit all ihren Nöten und Sorgen, mit dem Leiden und Freuden, die in ihr auftauchen. Schenke du Kraft und Stärke, dieser Lebenswirklichkeit entgegenzugehen, um Menschen hilfreich zur Seite zu stehen. Wir bitten dich für alle, die sich den Nöten der Welt stellen. Schenke Kraft, stärke uns neu, dass wir hilfreich wirken können, gerade in der Zeit der Pandemie, wo wir Ausdauer und Langmut brauchen und doch manchmal müde sind. Sei bei allen, die für die Gesundheit in dieser Welt arbeiten, ob Politiker, Pflegekräfte, Ärzte, Forscher, und sei bei allen, die erkranken und sterben, schenke Nähe und deinen spürbaren Segen. Wir bitten dich für alle, die in unseren Gemeinden krank da niederliegen, deren Leben immer schwerer wird, und für alle, die diese Menschen begleiten, schenke ihnen Geduld und Hoffnung. Wir bitten, gütiger Gott, für den Frieden in der Welt, mögen die Kräfte der Vernunft und der Sorge um die Menschen siegen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und wir stellen uns noch unter den Segen Gottes und ich darf euch das so zusprechen. Und dieser dreieinige Gott, der Mensch wurde, der segne und der behüte dich. Er komme in deinen Alltag, in deine Realität und erleuchte dich. Schenke dir den Blick für seine Göttlichkeit. Er segne und behüte dich und er lasse sein Angesicht leuchten über dir und schenke dir seinen Frieden, der himmlische Frieden,
der höher ist als alle Vernunft. Amen.